Die Klasse 4b der Grundschule Beutener Straße in Hannover hat einen Klimaschutzparcours entworfen, der verschiedene globale Herausforderungen thematisiert. Wir haben nachgedacht, wie wir den anderen Leuten zeigen, wie sie eine bessere Welt führen können. Ihren Parcours hat die Klasse auch mit den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung kombiniert. Und dazu haben die Kinder dann erstmal Plakate entworfen und dann überlegt, wie kann man das durch ein Spiel anderen Menschen beibringen. Wenn ihr zum Beispiel Winter habt und Erdbeeren essen wollt, dann müsst ihr das aus Ländern holen, wo es noch warm ist. Und das ergibt dann wieder sehr viel CO2, weil es ja meistens mit Flugzeugen oder Autos geliefert wird. Die Klasse hofft, ihren Parcours in Zukunft noch vielen weiteren Menschen vorstellen zu können. Man merkt auch, dass es sie wirklich interessiert, betrifft und irgendwie sie was dagegen tun wollen und die anderen Menschen mit ins Boot holen möchten. Sein für Action! Alle für eine Welt für alle! Die Kinder der deutschen Schule im kolumbianischen Barranquilla haben sich mit dem Leben unter Wasser beschäftigt. Durch altersgerechte Methoden erwarben die Kinder dabei auch Wissen über das Meer als Lebensraum. So untersuchten die Kinder beispielsweise Korallenfossilien und stellten Hypothesen dazu auf, was mit diesen passiert ist. Die auf den Bildern haben viele Farben, diese sind nur noch weiß, die sind gar nicht mehr bunt. Korallen sind wie Blätter, die verwelken, wenn man sie nicht gießt. Das nahmen die Kinder zum Anlass, um Handlungsansätze zum Schutz von Unterwasserwelten zu erarbeiten. Ihre Lösungsideen haben die Kinder in Form weiterer Kunstprojekte umgesetzt. So entstand zum Beispiel ein Unterwasser-Recycling-Truck, der Müll aus dem Meer beseitigt. Durch das Projekt lernten die Kinder, dass jeder Mensch einen Beitrag dazu leisten kann, das Meer als Lebensraum zu schützen. Und dass das notwendig ist. Denn wie ihr Projekttitel schon sagt, wir haben nur ein Meer. Die Klasse 4C der Albert-Schweitzer-Grundschule in Langen hat einen Kinowerbespot zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen gedreht. Es war, als würde das den Kindern irgendwie Hoffnung machen, dass es da einen Plan gibt, so kann die Welt gerettet werden. Ich finde sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen sehr wichtig. Und dann haben wir halt Ideen gesammelt, was wir machen könnten, um sie bekannter zu machen. Die Kinder überlegten weiter, was jede und jeder Einzelne tun kann, um die 17 Ziele zu erreichen. Verzichte auf Plastik. Lass dein Auto für kurze Strecken stehen. Wenn du einen Raum verlässt, schalte das Licht aus. Doch eine Frage blieb offen. Wie kommt der Spot jetzt ins Kino? Ich und die Lucy haben einen Brief zu den Kinobesitzer geschrieben. Ob ich mir vorstellen könnte, den Werbefilm im Kino einmalig zu zeigen. Ich habe den Film dann ja tatsächlich vor alle meine Filme gepackt. Und vielleicht erobert er auch noch weitere Kinos im Land. Mach mit, sei ein Held und rette unsere Welt.